So, willkommen zu Mindset, Folge 39. Ich weiß, die letzte hat ein bisschen Überlänge, man möge mir verzeihen. Nichtsdestotrotz geht es jetzt gleich weiter. Was schreibe ich denn da schon jetzt für Scheiße? Was ist heute los mit mir? Gott. Okay. Dann würde ich mal sagen, Höhle. Wie kommen wir in die Höhle? Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo der Eingang ist. Ich weiß nur noch so ungefähr. So. Haben wir noch Kohle drin? Nee, ne? Ne, haben wir nicht mehr. Gut, das heißt, wir haben Spitzhacken, haben wir. Sachen zum Licht machen, sag ich jetzt mal, haben wir auch. Schwert haben wir auch. Rüstung haben wir auch. Haben wir alles. Okay, dann gehen wir uns mal zum Spawnpoint. Und jetzt muss ich mal gucken, wie kommen wir von hier aus weiter. Ich weiß nämlich nicht mal genau, wo der Eingang ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts mehr, wo der Eingang ist. Ich gehe mal zu diesem Dragon Manual. Jetzt wird die ganze Bäume abgeköpft. Nee, nee, nee. So, ja, wow, was ist hier los, Alter? Blickst du überhaupt nicht mehr durch? Oh mein Gott. Wie sowas hasse. Digga. Naja, wer schön findet. So, hier haben wir unsere kleine Stadt, also nicht ich, sondern seine Stadt, quasi sein, seine kleine City. Frage ist, so, wo war der Fahrstuhl in? Wie schreibe ich denn in? In die riesige unterirdische Höhle. Habe ich jetzt Hölle geschrieben? Ich habe Hölle geschrieben. Ah, Schwein, nein, er ist gestorben. Gut, weiß er auch nicht. Da sind wir angelackmeiert. Müssen wir nämlich jetzt bei... Ups. Tja, gute Frage. Erinnere mich jetzt gerade auch absolut gar nicht. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Einer von denen hier hat einen Fahrstuhl dahin. Ich gucke mich mal einfach mal ein bisschen um hier. Vielleicht finden wir das ja. Riesiges Konstrukt hier. War das das hier? Tech und Cuddy? Nee. Klingt nicht nach dem richtigen. Jetzt fährt mit der Höhe auch nicht. Wo bin ich jetzt hier? Das hier war es auf jeden Fall nicht. Whatever.
So. Dann war das also schon mal eine Sackgasse. Hä? Wow. Zu mit dir. Gut. Gott, wo war denn der Fahrstuhl? Kann man gar nicht so weit weg gewesen sein. Ich muss da hoch. Da gibt es eine Leiter. Ja, da gibt es eine Leiter. Nee, da gibt's, also da gibt es eine Leiter, ja, aber um an die Leiter zu kommen, muss ich erstmal eine Treppe benutzen. Und die ist hier nicht. Die ist hier. Nachbar Dragon Mignon. Hotel? Oh my goodness, was ist denn hier los? Boah, Alter. Okay, ich sehe hier einfach gar nichts. Hier kann man einfach mal runterspringen und sterben. Ja, gut. Ach so, genau, das war das Ding. Hier auch nicht. Bin ich jetzt bescheuert? Werde ich verrückt? Was? Dwegen! Ist gleich Jims. Steuf? Kann er auch mal Deutsch reden? Naja, wer weiß. Komme ich gar nicht hoch? Doch, komme ich. Ja, wow. Also, ich wollte eigentlich, ne, also eigentlich, da oben, wie ist da oben, was war das, was wir gerade waren? Tja, eigentlich wollte ich ja jetzt in die große Höhle, jetzt stellt sich aber raus, ich weiß gar nicht, wo der Eingang dafür war, also wo der Teleporter dazu war. Ach, gut, Leute. Warum kriegt mein Schmerz so wie Eisen? Das macht so wenig Sinn, dass es schon fast geil ist. Auch ein Teleporter. 32 Meter höher. Hey, ich bin noch in 32 Meter höher. Whatever. Ich bin verwirrt. Aber ich glaube, das merkt man auch. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Bin ich richtig? Nein. Hier muss ich hin. Das ist auch ein Fahrstuhl, okay, aber der ist geschützt. Da kommen wir nicht ohne weiteres rein. Ach Leute, ich will auch nur diese riesige Höhle. Was ist denn hier schon wieder los? Wow.
Erst hat da jemand einen Kackstift gebaut, dann hat er auf dem Kackstift runterlaufenderweise auch noch Wasser. So, in die Richtung hier haben, glaube ich, zwei Leute gefunden, dieser Kalimir und Technik Noob. Und soweit ich weiß, hatten die, glaube ich, auch einen Teleporter dahin. Jetzt habe ich nur absolut keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig laufe. Ach, so wie es aussieht nicht. Oh Gott. Ja gut, okay, komm, lass mal. Das wird da nichts. Das führt zu gar nichts. Gut, okay, also müssen wir uns selber irgendwie runterbaggern, zu irgendwie, wo wir auf Lava kommen. Das wird eine Riesenscheiße. Das wird richtig hart. Andererseits, wir haben ja jetzt zumindest Mesa-Hacken, da können wir zumindest damit mal gucken, ob wir damit weiter bauen können. Also einigermaßen schneller bauen können als ohne. Gucken wir einfach mal. Der Klang ist so behindert. Was ist hier passiert? Was ist los? Was ist geschehen? Achso, Hacken nochmal ausbauen, auspacken. So, dann graben wir uns hier einfach mal weiter. Vielleicht treffen wir hier auf eine Höhle. Das war jetzt natürlich schon wieder falsch direkt. Oder? Nee, doch, war richtig. Aber wir brauchen definitiv Licht. Alter. Spitzhack jetzt aber auch geschwindigkeitstechnisch echt in sich. So. Okay. 1, 2, wie geht's weiter? So, da kommt der Fackel hin. Oh, siehst du? Haben wir gleich wieder eine Höhle. Jetzt kommt es, zwar genau die, wo wir gerade drin waren, wetten. Ich würde so hart lachen. Chat, war die alte mal ausgeleuchtet gelassen, dann wissen wir es jetzt. Aber so schnell wie die runtergeht, glaube ich jetzt gerade eher nicht. Aber bei doch kann tatsächlich die Höhle sein. Nee, also einen Abstand kann ich mich nicht erinnern. Könnte also doch eine andere sein. Na gut. Können wir denn das später verifizieren? Alter, sprechen Sie jetzt halt. Sprechen Sie die ganze Zeit Spanisch? Französisch? Ja. Ach du Kacke. Merci beaucoup. Ah doch, mit der Mesospitzhacke geht es auch schon relativ schnell. Ha, Eisen!
Bei viermal. Dreimal. Ach, doch viermal. Also mindestens dreimal. So, ich hoffe, ich habe jetzt eben so einen Sprung drin, ne? Das finde ich katastrophal. Nee, doch, soll es alles stimmen. Gut. Fuck. Ich setze hier erstmal nochmal einen Stein hin, beziehungsweise ich lasse es einfach. Doch, ich lasse es einfach. Da warte ich dann lieber, bis ich wieder ein bisschen Cleanstone mitnehme. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch welchen habe. Dass ich wieder in welchen. Mese. Oh mein Gott. Ich bin geil. Also, wir sind zumindest schon mal auf Mese-Niveau. Das heißt, Diamanten können auch nicht mehr. Ach du Kacke. Allzu weit sein. Ja, jetzt habe ich mich hier eingebaut. Thanks. So. Hey, wo ist denn jetzt die Mitte? Da ist die Mitte. So. Was? Ach, ich habe dieser Hunger. So, wir haben zum Glück noch ein paar Beeren. Ich packe die mal auf die richtige Schaltfläche. So, okay. Haben wir, tun wir. Kupfer. Kann nie schaden. So, dann machen wir erstmal das Dach hier, damit wir hier mal wieder eine Flucht bekommen. Das sieht ja hier aus wie Kraut und Rüben. Das sieht ja hier aus wie auf dem BER. Okay, das war jetzt so voll geplant. The question is, das muss auch noch weg. Och, leck mich doch. Was habt ihr jetzt? Wisst ihr was? Wir haben viermal bekommen. Dann kann ich einmal dafür benutzen. Ob wir noch eine Mese-Spitzhacke zu bauen und eine Schippe. So. Thanks. So, weiter im Text. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie unsere Flucht hier ist. Oh Gott. Okay, fangen wir ein bisschen neu an. Also. Baby, baby, baby. Das hier ist ein Block. Und über dem Block ist immer 3. So war mir das nämlich auch. Das heißt also, wir haben hier jetzt 3. Dann gehst du eins weiter. Beziehungsweise hier kann ich ja sowieso noch nach der Flucht bauen. Hier ist ja noch alles soweit in Ordnung. So, genau. Easy. Jetzt sollte das soweit stimmen. Ah ne, hier ist noch Fehler. Da, das muss weg. So, ansonsten stimmt es denn soweit hier? Mit der Flucht, die sollte soweit passen. Jetzt geht es hier unten weiter. Das heißt also, wir haben hier wieder 3 Höhe. Dann geht es hier eins weiter und da eins weiter. Ist egal, da ist nichts mehr. Nächster. Hier haben wir eine 3 Höhe, dann geht es hier eins weiter. Das passt. Genau. Ne, hier passt es nicht.
Hier haben wir drei hoch und dann geht hier eins weiter. So. Ah, das war falsch. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das hier muss auch noch alles weg. Drei Höhe, genau. So, und die Flucht, die geht jetzt weiter. Kann es sein, dass das gerade falsch war? Ja, es war falsch. So. Und jetzt kommen die Seitendinger. Ich mache hier noch eine Fackel hin. Ist ganz schön dunkel. Nicht, dass das könnte da jetzt Monster spawnen. Das wollen wir ja nicht. So, das heißt jetzt, das hier stimmt, das hier stimmt, das stimmt. Och, Alter. Mann, der Fresse. Sorry, der musste weg. So, jetzt passt das alles. Jetzt haben wir hier immer drei. Genau, genau, perfekt. Ja, das hier war natürlich ein Fehler. Die beiden hätten hier bleiben können. Egal. So. Easy. Gut, dann geht's jetzt hier weiter. Oh, das war falsch. Ach Gott. Hä, was mache ich denn jetzt gerade hier? Oh, Alter, ich mache hier. Oh. Da ist das Problem an Fehlern, die tragen sich immer weiter. Und hier ist noch eine Fackel hin. So, sollte es wieder passen. Genau. Okay. So, wo wir jetzt nicht verrückt werden, hier geht's weiter runter. Perfekt. So, mal wieder Fackel hinsetzen. So. So. Also diesen Dreierblock schlagen macht am besten hier mal auch. Das erhöht die Übersicht. Genau. Da weiß ich nämlich, wie hoch die Grunddecke ist. Dann braucht ihr immer nur noch drei reinschlagen und dann hier oben noch mal einen reinschlagen. Dann komme ich nicht so schnell durcheinander. Wie wird das schon wieder dunkel? Unverschämtheit. Und ich baue die Fackel erstmal wieder ab.
Digga, Eis, sonst hat das auch gereicht. Ja, diese Lichtfehler hier, das ist immer ein bisschen. Naja. Ach, meine Hand. Oh. Also wir kommen mit dem Mesa-Hacken kommen wir echt ganz schön schnell voran. Also. Reichen vielleicht doch schon aus, dann brauchen wir doch nicht auf diese Lava-Dinger warten. Yay! Abgehärteter Werkarbeiter. Nass. Mese. Oh mein Gott. Okay, mehr Mese scheinbar nicht. Aber es reicht schon wieder für eine weitere Spitzhacke. Ja, genau drei. LOL! Was für ein Zufall, dass wir genau so viel Mese bekommen, wie wir verbrauchen. Das ist irgendwie voll witzig. So. Eisen bekommen wir auf dem Wege auch gleich mit. Eine ganze Menge. Halt, nein. Bitte auf den Boden, danke. So. Gott, ich sehe schon gar nicht mehr, oder? Ah, nee. Der fängt ja schon an, die Welt auszuladen. Gut, dann sollten wir langsam mal so ungefähr auf das Niveau kommen, auf das wir geplant haben zu rutschen. Ich meine, wir sind zwar garantiert noch eine Weile von unserem minus 200 entfernt, aber. Licht. Wir kommen zumindest mit der Mesa-Spitzhacke relativ schnell dahin. Okay, die nächste. Vor allem, man sieht ja auch schon an den Mineralien, die wir hier gerade fördern, dass wir hier auf einem Niveau sind, das mittlerweile so tief ist, dass wir hier extrem viele Mineralien bekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Heißt also, wir können wirklich einfach so tief graben, bis wir irgendwie mal, ich weiß nicht, also entweder direkt auf Mineralien stoßen oder ich schiebe einfach mal zwischendurch und guck mal, wie tief wir eigentlich schon sind. Ja, und dann, wie gesagt, bis 256 bis wir, glaube ich, runter. Hab's nämlich schon wieder vergessen. Ob 256 oder 128. Nur einmal. War ja nicht gerade des Arbeitslohn.
Ja, wie gesagt, dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Und dann können wir dann hoffentlich bald mal anfangen, uns so die Seiten auszubreiten, wenn wir denn auf dem entsprechenden Niveau sind. Das geht nämlich auch wesentlich schneller. Weil das, was hier halt so lange dauert, ist halt vor allen Dingen das, dass ich immer gucken muss, ob ich in der richtigen Flucht bin. Wenn wir aber gerade buddeln, dann ist die Flucht ja sowieso klar. Da brauche ich darauf nicht mehr achten. Von daher. Na gut, ich klipp mal den hier ein, den einen mache ich hier noch und dann fange ich erstmal in der nächsten Aufnahme dann an, hier wieder das Dach anzupassen, das hier als diese Schräge reinzuknallen. So, okay. Das war's für die Folge. Dann sehen wir uns gleich zur letzten Folge. Wieder Schau mit V.